zwischen den beiden Spielen gegen Gladbach der Heimauftritt gegen Lausanne. Dieses Sandwich-Spiel ist für Adi Hütter und sein Team in keinster Weise zu unterschätzen. Entsprechend will IB den Gästen sofort das eigene Spiel aufdrücken. Dieser Freistoß aus der zweiten Minute, getreten von Rave, abgelenkt von Guillaume Huaro, Tor. Der Jubel aber verhalten, weil Huaros Position stark abseitsverdächtig war. Und so sah das aus. Lausanne Nummer 8 löst sich am frühesten und steht so auf gleicher Höhe wie Huaro. Das Tor ist also korrekt. Nach 120 Sekunden führt IB bereits. Weitere zwei Minuten später steht Yorick Rave wieder bereit, um einen Freistoß zu treten. Jetzt wählt er die direkte Variante. Die Finger von Torhüter Castilla und die Latte verhindern ein zweites frühes IB-Tor. Für die Berner ist diese Startphase natürlich der Optimalfall. Lausanne dagegen muss sich zuerst wieder fangen. Die Gäste machen das mit diesem Vorstoß. Der Ball fällt Nicolas Jetta vor die Füße, aber von dort nicht ins Tor. Allgemeines Haareraufen bei Lausanne. So einfach kommt der Aufsteiger wohl nicht mehr zur Ausgleichsmöglichkeit. Negative Emotion auch bei Guillaume Huaro. Für ihn ist das Spiel wegen einer Oberschenkelzerrung nach 18 Minuten zu Ende. IB also früh geschwächt, aber deswegen nicht weniger torgefährlich. Lausanne spielt aber auch äußerst hilflos. Sutter legt auf für Rave, 2:0. Ein Tor vorbereitet, das zweite selber geschossen, die starke Bilanz von Yorick Rave nach einer halben Stunde. Und weiter wird Lausanne im Spielaufbau von IB unter Druck gesetzt. Da herrscht die ganz große Unsicherheit. Markus Dien ist genau auf den Fuß von Schick. IB führt 3:0. Schick ist für Huaro eingewechselt worden und schon hat er sein erstes Tor für IB erzielt. Lausanne fällt bisher nur mit seinen Gastgeschenken auf. Trainer Celestini ziemlich geschockt. Vielleicht kann ihn diese Szene ja aufheitern. Lausanne findet etwas freien Platz vor und wird ebenfalls beschenkt. Samuele Campos, einfaches Tor zum 3:1. Damit geht diese außergewöhnliche Halbzeit zu Ende. Kaum läuft die Partie wieder, spielt IB diesen kurzen Eckball. Wieder einmal eine Standardsituation, die Torgefahr bringt. Scott Sutter ganz alleine und schon bejubelt IB das nächste Tor. 4:1. Wieder war Lausannes Verteidigung schlecht organisiert. Eine knappe Stunde ist gespielt, der nächste IB-Corner. Pack verliert den Ball an Letschaks, ein Geschoss, 5:1. Jan Letschaks ist in der Pause reingekommen und hat hier genau gesehen, dass Torhüter Castilla unkonzentriert ist. Auf Seiten der Berner ist trotz der hohen Führung noch keine Unkonzentriertheit auszumachen. Da wird weiter munter nach vorne gespielt. Mal wieder spielt Rave einen klugen Pass, Abnehmer Kubo lenkt zum 6:1 ab. Dann aber legt der eine oder andere IB-Spieler schon etwas den Schongang ein. Lausanne kommt zu diesem Entlastungsangriff. Pack 6:2 in der 75. Minute. Fehlt also noch eine ganze Viertelstunde dieser torreichen Partie. Und auch in dieser fällt noch ein Tor, weil Lausanne noch immer Geschenke verteilt. Michael Frey dazwischen, das 7:2. Die Berner Young Boys gewinnen heute 7:2. Es gab 7 verschiedene Torschützen. Für den Auftritt in Gladbach ist IB also so richtig warm geschossen.